Sie hat bisher nur einmal angegriffen, sie kann das noch parieren. Macht sie. Nee, sie weicht aus. Sie hat Ausweichen 2. Sie würde Da ausweichen. bin ich, laufen bin ich gar nicht mal so gut. Mal gucken. Ja. Sie ist schon ausgewichen. Okay, gut. Springt nach hinten und ist dementsprechend in der nächsten Kampfrunde. 15. Eslam, du stehst alleine. Genau, ich komme jetzt für eine Aktion so weit nach vorne gelaufen, in der Hoffnung, dass es passt, dass wieder alle im Guardianum drin stehen, will mich aber natürlich nicht zu weit da nach vorne wagen und werde dann auch gleich die zweite Aktion, dann sage ich jetzt schon mal an, nutzen, um damit dann einen Zauberdauer verdoppelten Flimflam zu wirken. Noch mal in die Augen. Der ist aber, denk dran, dass der erschwert ist, weil dir die Probe eben schon nicht gelungen ist. Ja, aber ich habe Zauberroutine, die ist nicht erschwert. Zauberroutine, okay. Wie lange dauert das dann? Du bist in der nächsten Kampfrunde fertig, ne? Weil du dich bewegen musst und Nee, verdoppelte übernächste. Also ich fange übernehmen. in jetzt Oh. der zweiten Aktion an. Ich brauche 4 Aktionen, das heißt jetzt nicht in der nächsten, sondern in der übernächsten Okay, wäre dann Milas, fertig. 17. Ja, da ich gesehen habe, dass auch unser guter Kämpfer ihr versucht hat, ihn durchzuentreißen, Ja. sie darauf nicht so Lust hat. erfreut reagiert hat, Stimmt. würde ich versuchen, den mit dem Reitersäbel, also den Kristall vom Dolch mit dem Reitersäbel abzuhauen, oder ist das besonders schwierig? Ansonsten würde ich ihn einfach rausziehen. Boah, gezielter Angriff, würde ich wieder sagen. Okay. Gezielter Angriff gegen ihre Nee, Brust. dann mache ich eine Raufenattacke. Dann die Komm, Raufenattacke. ich zieh den raus. Ah, sie springt wieder nach hinten. Weicht wieder aus mit Ausweichen 2. Da muss ich jetzt gerade mal nachsehen. Wir sind in Überzahl. Ist mir gerade noch eingefallen, aber das bringt Aber wohl ausreichend. nur eine Person, Tura. Trotzdem, die 13 sollte drin sein, wenn sie ausreichend 2 hat und eine normale Parade von irgendwie sowas wie 8. Nee, sie hat sogar eine 9, also sie hat echt hohe Werte. Ja gut, dann kriege ich den Dolch nicht zu fassen. Zumindest nicht in dieser Runde. Ich habe ja noch, ich kann ja noch umwandeln. Haha. Sie merkt auch deine. Ja, du bist sowieso der Gebreite. Sie ist dran auf der 18, sie möchte die Stopp, ganz. ich ziehe vor. Ja. Ich habe das, dass sich das Fleisch sofort bei ihr wieder schließt, nicht gesehen, oder? Nein. Da hing ich noch unten drunter. Okay, ja, dann hau ich sie einfach von hinten mit einem 5er Wuchtschlag. Da kriege ich eine Erleichterung, In weil den ich sie von Rücken hinten erwische? minus Ja. 5. Sie ist kein Geist, sie ist nur ein Mensch. Dann mache ich einen 10er Wuchtschlag. Ah, hier. Ach, komm schon. Es ist Also, so echt peinlich. diese 18er sind der Es ist Wahnsinn. so peinlich. Ja, Ja, ich hau halt voll an ihr du, vorbei. ja, sie weicht halt zurück, als Midas danach greift und fast schlägst du Midas mit aller Kraft den Arm ab. Da kannst du den Schwertschlieb noch rumreißen, damit du dann nur in die Balkonage dann neben ihr haust. Und jetzt hat sie dich auch realisiert. Ich zucke so mit dem Kopf zurück, als das Schwert so dazwischen fährt. Ich schaue für einen kurzen Augenblick rüber zu Ardo, so nach dem Motto: so, pass auf, was du machst. Mein armes Schwert. So, du hattest vorgezogen, dann möchte ich ganz gerne. Was hat sie denn noch? Armatrotz, Cardianum, Horrifobus. Sie möchte einen Horrifobus zaubern. Und zwar auf Ture. Ture sind Torvaler, die sind arrogant und eingebildet und haben Angst. Horrifobus. Warte, Boah. geht das nicht gegen meine Oh. Seelenkraft? Ja, geht gegen deine Magieresistenz, gegen deine Seelenkraft. Deine Seelenkraft ist allerdings gleich niedriger als deine Magieresistenz im Vierer. Also wahrscheinlich meine Seelenkraft bewegt Seelenkraft. sich immer so zwischen 0 und 4 maximal. Also Wahrscheinlich wenn überhaupt 4. wirst du sowas als Torwaler wirst du wahrscheinlich sowas wie eine MR von auf dem Power Level 6 6. oder 7 haben. Sie hat den Wahrscheinlich. Horrifobus auf 14, sie hat richtig gute Werte, sie hat richtig gut gewürfelt. Okay, kann ich dem widerstehen mit Willenskraft oder muss ich da weglaufen? Direkt. Wir Also, schauen uns gerade mal den wie viele Aktionen braucht sie denn für den Ja, das Horrifobus? Oder muss ich mir dauert jetzt sie gerade den mal in einer? angucken. Weil der dauert Drei nur 50. Aktionen. Oh, fuck, drei Ja. Aktionen. Aha! Ja, Aha! sie kann ihn sogar verkürzen, dann ist sie Ende der Runde fertig. Ja, aber das, nee, sie ist schon ausgewichen. Sie hat nur eine Aktion diese Runde. Also sie müsste dann zweimal Ja, verkürzen. stimmt. Sie verkürzt einmal und wäre dann am Ende der.
Mit der ersten Aktion, also Ture kann noch zweimal was machen, danach wird er Gehoryphobos. Moment, ich kann auch noch was machen. Du kannst auch noch was machen, das stimmt. Ich muss gerade gucken, wie viele Punkte hier dann noch bleiben. Wir ziehen eine MR von 6 ab. Und wenn sie den Gehoryphobos auf 14 hat, dann bleiben 8 Punkte. Das Opfer sieht im Zaubernden einen furchterregenden, zu allem entschlossenen, übermächtigen Feind. Stark demoralisierend wird es sich. Entweder angsterfüllt in einer Ecke zusammenkauern oder zumindest so weit fliehen, bis der Zaubernde außer Sichtweite ist. Das passiert allerdings erst in 2 Aktionen. Sie ist fertig, blickt dich an, ihre Augen leuchten feuerrot, grün. Tu was dran. Gut. Erneuter Griff nach dem Dolch, um ihn ja aus der Brust zu reißen. Raufen. Ich mirakel das vorher. Also gib mir einen Angriff, Angriffsbonus. Wäre ja nice, wenn du jetzt Horiphobus wird mit dem Dolch in der Hand und einfach mit dem Dolch wegrennst. Mirakel kostet dich definitiv eine Aktion, aber du kannst in der nächsten Aktion vorziehen. Ja gut, dann würde ich das tun. Das heißt, du hast noch einen Angriff. Soll ich das jetzt durchführen? Ja, oder? Jetzt, genau. Gut. Jetzt bist du am Ende der Kampfrunde dran. Am nächsten Kampfrunde ziehst du vor und... Das wäre gelungen. Aber das Problem ist, ich wollte ihn ja jetzt auch nochmal rausziehen. Ja, aber er kann vor dir rausziehen. Dann rausziehen sie halt einfach. Sie kann ja auch nicht ausweichen, sie ist ja jetzt mit Zaubern beschäftigt. Genau. Ja. So, jetzt habe ich den Dolch in der Hand. Ja, warte. Wo ist denn deine Mirakelprobe? Ich muss keine Mirakelprobe ablegen für Mirakel. Mirakel funktionieren automatisch in yep. 5. Hm. Und ich habe Mirakel Macht, das heißt, ich bekomme einen Bonus von plus 3 auf meine Angriffe. Wie hoch ist dein Raufenwert? Höher als 10. Der ist Attacke 10. Ja, das Attacke ist aber 10. Gerade so geschafft, weil es ein gezielter Angriff ist. Ja, sie versucht noch weiter nach hinten zu springen. Ihre Augen sind, wie gesagt, jetzt gerade am Leuchten. Sie fixiert dich, sie hat ja fertig gezaubert. Du greifst ihn durch, ziehst ihn raus und brichst dann schreckerfüllt in Panik aus. Ja, und lauf die Treppe runter. Also in gerader Linie weg. Du bist aus dem Kampf. Meine zweite Aktion diese Runde. Moment. So. Noch ganz kurz was zu dem Horiphobos. Ich habe mal kurz nachgeschaut. Der hat das Merkmal dämonisch und der Guardianum ist ja auch eine Schutzkuppel jetzt gegen dämonisch. Hat der Zielobjekt Einzelwesen. Reichweite 7 Schritt, Modifikation, Reversales Antimagie. Er hat die Merkmale Einfluss. Aber er hat ja auch dämonisch. Dämonisch. Ja, also von ihr wird er auf jeden Fall dämonisch sein. Oh, dann musst du nicht weglaufen, du hast den Dolch in der Hand. Gut. Du siehst es vor dir glitzern und der Guardianum schillert in Regenbogenfarben. Und sag mal, wie viel ASP sie da rein investiert hat, das ziehe ich mir dann von meinem Guardianum ab. Ich muss gerade gucken, was der kostet. 7 ASP. Ja, 7 ASP. Gut, dann hat der Guardianum 50. noch 15 Punkte. Ja, genau. So, ich würde die Gute jetzt nochmal hauen mit einem Reitersäbel. Stimmt, sie hatte vorgezogen. Genau. Das würde sogar treffen. Gut, dann kann ich jetzt sogar anfangen, mir Schaden zu notieren. Also Schaden machen, hoffen wir. Ja. Und dann muss... Ja, 9 Schaden. Nein. 9 TP mit Rüstung 1 und 8 TP. Ja, ich würfel die Trefferzone. Und das ist der Kopf. Ja, aber kein doppelter Kopf. Ja, zum Glück. Eslam muss handeln. 15, du zauberst noch 2 Aktionen. Korrekt. Das Licht in deiner Hand wird stärker und stärker, wird gebündelt und fokussiert sich. Ich mach die Probe dann aber gleich, ne? In der letzten Aktion. Genau. Mirone hat diese Runde eine Aktion noch übrig. Die hat die 3 Aktionen. 3 Aktionen, sie hatte verkürzt. Passt. Sie würde noch einmal ausweichen. Ah, du darfst. Nice. Dann hau ich jetzt mal ganz normal zu. Ich habe ja jetzt eine 10er Erschwernis. Ganz schön peinlich. Ja. Ja, ein den Crit. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ist ein Crit. Ja, ich würde trotzdem versuchen. Ja, warte, ich versuche auszuweichen. 2, geschafft. Ja, während Tour an dem Dolch zieht, wohl voll, ja, festhält, sie springt nach hinten, reißt sich da mal selbst den Dolch aus der Brust raus, als sie dem Schlag von Ardo entgeht, der wieder einmal mit einem alles zerhackenden Steinsplitter auf den Boden des Balkons geht. Nächste Kampfrunde.
Achso, nee, gar nicht. Tura ist noch drin, weil der Zauber misslungen ist. Eine Aktion hast du noch, Tura. Gut. Mit dem Dolch wieder rein. Genau, jetzt weiter geht's. Nein, ich rahme ihn dir selbst rein. Schnell mal kurz einen Paktschluss. Easy peasy. Das ist ein bescheuerter Vorschlag. Ich gehe zurück und lass den Dolch auf den Boden fallen und zertrete den Kristall. Hoffe zumindest, dass das geht. Ja, würfel mal einen Raufenangriff. Ich glaube, das ist gar nicht so das Problem. Du lässt ihn fallen, er springt auf dem Boden umher, du versuchst danach zu treten und er springt immer wieder weg. So, nächste Kampfrunde, 15, der Lichtblitz. Yes. Ich würde gerne vorziehen. Ah, kannst du. Und ich würde sie gerne schlagen. Jetzt gucke ich gerade mal, wie viele Lebenspunkte sie hat. Okay. Ach, nur so 250. Gut, ganz normaler Angriff auf sie mit dem Reitersäbel. Ich hoffe, den pariert sie. Misslungen. Du bist aber in Überzahl mit zwei Personen, also... Dann wär's genau getroffen. Genau getroffen. Will sie den parieren oder nicht? Was kommt da an Schaden rum? 1-6 plus 4, ne? Ja. Ne, du bist schwächlich, das ist egal. Okay, na super. 8. 4 plus 4. 8, wir ziehen wieder einen von der Robe ab, ja. Sind... Und 7. Ich würfel noch die Trefferzone. Linkes Bein. Ist eigentlich sinnfrei, wenn sie überall Einrüstung hat, aber... Ja, wenn du Kopf triffst. Genau. Oder wenn du eine Wunde machst oder sowas. So, dann 15 Lichtblitz von Esla. Yes. Hast du da eine Erleichterung vor dem Zeitlassen? Ja, 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 genau. Punkte. Ja. Und ansonsten misslingt er wieder. Ja, oh Mann. Ja, es blitzt, es funkelt und dann zerbricht der Lichtzauber innerhalb deiner Hand und implodiert. Und sonst passiert nichts. Mirona ist... Klapp. Fünfer Wuchtschlag. Fünfer Wuchtschlag. Wenn der jetzt nicht trifft, bin ich sauer. 20, komm schon. Ja, da ist sie ja. Sie ist eben nicht ausgewichen. Dann hat sie noch einen. Sie weicht aus. Einfach nur, um dich zu ärgern. 17. Du triffst. Ja, Halleluja. Gräbst dein chorgeweihtes Schwert tief in... ihre Schulter? Ja, ihre Schulter, reißt es wieder raus, Blut spritzt. Und ich muss gerade mal gucken, sie würfelt gerade eine Selbstbeherrschungsprobe. Die kriegt ja schon Wunden. Ja. Mittlerweile ja. Und sie faucht dich an. Ich fauch zurück. So, das war ja, Mirona darf. Mirona darf und sie greift. Du stehst nicht im Kegel vom Guardianum. Du stehst da nicht drin. Ja. Ich würde sagen, nur Turo und Midas stehen im Kegel. Ja, genau. Kegel. Dann möchte sie gerne einen Ignifaxius mit dämonischer Variante enger Strahl auf Ardo sprechen. Gut, dass ich nochmal Trutz habe. Wie lange braucht man Igni? Verkürzt, glaube ich, nur noch zwei Aktionen. Genau. Ja, aber sie hat schon versucht auszuweichen. Stimmt, da kommt der nächste Aktion durch. Aber ansonsten bist du nächste Aktion gegrillt. Gut. Kenn ich den, also weiß ich, was sie gerade macht? Verstehe ich das? Kennst du den Ignifaxius? Wenn du den nicht hast, dann nein. Aber so, du kannst trotzdem ausweichen. Ture ist dran. Ture lässt erstmal davon ab von dem Dolch, sieht, dass er offensichtlich Not am Mann ist und ich steche nochmal nach der Paktiererin. Ja, die hat sich gerade so ein bisschen seitlich gedreht. Okay, ich versuche nach dem Kopf zu stechen. Ja, ist wieder ein gezielter Angriff, plus 4. Plus halt Rüstung. Denk dran, dass wir also in Überzahl sind. Dass wir was sind? Überzahl. Würfel einfach mal. Okay, Überzahl macht bei 5 halt nichts, aber reicht. Das wäre getroffen. Ja, dann würfel nochmal ein W20 für hoch oder tief. Das ist verdoppelt. Ja, das sind 1 wiederum. 5 sind 6. Ja. 6 mal 2 sind 12. Wir ziehen wieder eine Rüstung ab, sind 11 TP. Wenn du ihr in den Kopf rammst, ihr den Kiefer so ein bisschen raustrennst, und sie faucht dich wieder an. Dann ist Ture durch.
nächste Kampfrunde. Nee, Moment, ich hab noch eine Aktion. Ich habe sie bisher nur einmal geschlagen. Ich würde gerne kannst umwandeln. Du viel umwandeln? Hast du Kampfreflexe? Ja, natürlich. Und sie angreifen. Habe ich doch auch letzte Runde schon gemacht. Hätte ich ja sonst nicht machen können. Ja, ich wollte nur mal fragen, ob du Kampfreflexe hast. Also selbstverständlich. Ein Kampfgespür und die ganzen Kurzsachen. Habe ich alles. Ja, ich würde sie wieder treffen. Bei deiner kleinen Initiative wundert mich das aber. Attacke meinst du? Nicht mit meiner Initiative. Die ist gar nicht so schlecht. 10. In den Kopf. In den Torso. In den Torso sind 9 in den Torso insgesamt. Ja, ist das eine Wunde? Muss ich auch gerade mal gucken, ob die Wundschwelle WS. Hat sie da eine gegeben? Ich gehe mal davon aus, warte mal, sie hat eine Konstitution von 12. Ja, dann ist das eine Wunde, dann kannst du einen W6 Zusatzschaden machen. Ja. 5. Plus 5, an der Rüstung vorbei. Nächste Kampfrunde, Eslam. Naja, ihr wisst ja, was jetzt kommt, ne? Lichtblitz oder was? Natürlich, genau. Ja. Im dritten Mal muss es klappen. Kriegt sie eigentlich eine Erschwerung auf ihren Erschwernis auf ihren Equifaxius, weil sie die ganze Zeit gehauen wird? Stimmt, sie müsste Störung ignorieren. Störung ignorieren, ja, ich kann gerade mal eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln. Sie hat echt gute Werte. Das ist gelungen, ich würfel noch ein zweites Mal. Ist auch gelungen. Ich noch zweimal würfeln. Und bei der Wunde bleibt sie da stehen. Jetzt kommen hier die ganzen Fuchse. Ja. 17. Aber da bleibt sie. Ja, bleibt sie. Okay, dann du willst wieder auf 4 Aktionen zaubern, ne? Ist genau, dann? Richtig, ja. Mhm. Oh, okay, kann man mal versuchen. Midas. Ja, stopp. Ich ziehe vor Midas vor. Stopp, ich ziehe vor. mit Kampfreflexe kann man umwandeln. Ja. Aber du kannst sowieso nur noch einmal angreifen. Warum? Weil sie dann nach deiner ersten Aktion kommt der Engelstrahl. Ach so, ja, dann ziehe ich vor und hau sie jetzt mal wieder mit einem, wie viel bringt Überzahl? 2 insgesamt. Du bist mit 1, 2 Leuten über. 3, dann mache ich eine 7er Wuchtschlag. Du würfelst doch sowieso wieder eine 18. Ja, safe. Ja, bitte! <Eine 9. lacht> Fex Willis. Ey, mein Scheiße. Ja, Fex will halt, dass ich gut dastehe. 4 Würfel, ich würfel nochmal kurz sporadisch den Zauber. Die Erschwernis für den Engstrahl ist aber auch nur plus 3. Dann, es entsteht nur ein fingerdicker Flammenstrahl, dämonisch Agrimod, der keine Rüstungsschaden, dafür aber Konstitution, also minus 2, eine Wunde anrichtet. Trefferzone hierfür wird für Zufall bestimmt. Soll ich? Oder willst du? So, 4W6. Safe der Kopf. Ich sag's euch, jetzt kommt der Kopf. Achso, ich hab jetzt auch gewürfelt. Dann ist es nur aber das Bein, das passt doch. Gleich. Rüstung zählt? Beim engen Strahl müsste die Rüstung zählen, ja. Ja, dann habe ich 7 weniger tatsächlich. 7? Achso, ja, aber trotz ist ja immer noch. So. Sind wir bei? Insgesamt? Na, sie macht 9 TP. Sie hat also ja, warte mal, stopp. Sie ist ein Meister auf der NPC. Ich gebe ihr einen Schicksalspunkt, den hat sie verdient. Ach du! Doch. Und sie würfelt die 4 W6. Nee, sie würfelt die 4W6 nochmal. Darf sie alle neu würfeln? Ernsthaft? Ja, na klar. Boah, wenn jetzt keine 4 Einsen kommen, bin ich sauer. So, das sieht besser aus, komm. Das sind 12 minus 7. ist halt in Ordnung. 5, so. Aber deine Rüstung, deine Wundschwelle reicht halt trotzdem. Gut. Ja. Dafür hat sie ihren Schicksalspunkt ordentlich ausgegeben. Ich habe halt 5 Lebenspunkte verloren. Ja. Ein Strahl, der sich eigentlich in deine Brust brennt. Du springst wieder zurück und kriegst ihn dann nur noch in deinen Oberschenkel. Und es schmerzt höllisch. Gut. Sie hatte vorgezogen. Wie das? Ja, ich würde sie jetzt hauen. Komm, Fex Willis. Ja, würde treffen, wegen 2 in Überzahl. Mhm. Und 9 Schaden in linkes Bein. Also wahrscheinlich 8 Schaden dort. Schaden wegen Rüstung. Was möchte Ture tun? Ich habe noch meine zweite Aktion. Weiß, was möchte Ture tun? Ture möchte noch einmal nach der Frau schlagen, aber diesmal nur ungezielt auf den Körper. Mach allerdings einen Wuchtschlag draus. Das ist getroffen.
Pariert sie? Nee, ne? Oder weicht sie aus? Sie hat noch eine Aktion, aber nee, kannst du schon machen. Ihr dürft mal alle eine Magiekunde-Probe würfeln. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich der nächste Kreis, oder? Ich hab keine Magiekunde. Was brauchst du? Du hast keine Magiekunde. Nein. Das sind göttergefällige 13. Ja, das kann nicht sein. Sie bereut und wird sich den Göttern wieder anschließen. Was machen wir mit dem Patzer? Schlag mal was vor. Ado, schlag mal was vor, was wir mit dem Patzer machen. Was passiert denn tatsächlich? Was tatsächlich passiert? Also für dich sieht immer noch der Dolch mit dieser grünen Kristallspürze sehr, sehr interessant aus. Interessanter sogar als der ist bestimmt ganz harmlos. Als die Mirona Jemenario. Vielleicht, dass er denkt, dass er, Eslam, wenn er sich selbst... Eslam sollte den Dolch tatsächlich... in seinen Brustrahmen. Das ist eine gute Idee. Ja, das sieht sehr gut aus. Eslam, könnt ihr vielleicht auf den Gedanken kommen, dass man das Dunkle sozusagen in sich selber versiegeln muss? Das ist eine super Idee. Ramm dir das Zeug in deine eigene Brust. Oh, fantastisch. Das ist doch perfekter Patzer. Ja. Okay, soviel zu der Magiekundeprobe. Die anderen müssen nicht würfeln, weil sie es nicht haben. Wir machen weiter, nächste Kampfrunde. Stopp, ich habe Moment, Aktion. Ado, noch eine Aktion. Davon. Ja, ich mache einen normalen Angriff. Ja, schau, der trifft dann wieder. Ja, wieder normaler Angriff. Ja, auch der wäre getroffen. Ich habe 9. Mhm. Und ich habe 10. 10 sind 9. 10 in Schwertarm. Warte mal, bei mir Trefferzone fehlt noch Sekunde. Was machst du denn? 4 plus? Rechtes Bein. 4 plus 4, ne? Ich mach 4 plus 5. 4 plus 5 sind 8 dp. Rechtes Bein, Schwertarm. Ja, ihr schneidet sie nach und nach. Ihr fahles Fleisch schneidet ihr vom Körper. Nächste Kampfrunde. Eslam. Zeit hast du den Dolch. Genau, richtig. Gerne vor, also ich würde gerne sehen, was ihr an Blödsinn macht. Midas, was möchtest du tun? Ich sehe das ja nicht, was er hinter mir macht, weil ich hau sie. Ich hau sie. Ja. Kannst mal fröhlich würfeln, Ado. Ja. Bei mir steht Tura im Weg. Vergiss es, ich sehe es auch nicht. Gut. Und ich mache 8 Schaden. Ja, ihr könnt sie nach und nach, sie geht mittlerweile in die Knie, bricht auf das erste Knie zusammen, ihr könnt schlagen, Tura schlägt sie von hinten, von vorne, Ado. Ich will auch nochmal. Und während ihr Stück für Stück das Fleisch vom Körper schneidet, tritt Adeptus Eslam heran von hinten und der Dolch liegt zwischen den Beinen von Tura. Was magst du tun? Ich nehme den Dolch natürlich. Ja. Mit einem fahlen, stumpfen Schrei geht Mirona Jaminario auf die Knie, haucht ihr Leben aus. Es fließt nicht mal mehr Blut, es sieht einfach nur noch pilzartig aus. Und dann mit einem letzten Spalt könnt ihr ihr den Kopf abtrennen. Ich trete noch mal ein bisschen nach, zermanscht den auch schön, dass da nichts mehr Sinnschärfe sich regeneriert. Sinnschärfe von den erschwert um 5. Herausragendes Gehör zählt nicht, oder? Nein, es geht nicht um Hören. Ja, ich dachte mir schon. Aber ich wollte mal fragen. Es ist nicht Geruch, oder? Weil dann kriege ich keine Erscheinung. Es ist nicht Geruch, nein. Okay. Und das wäre sogar gelungen. Ja, auch mit einem. Nur mit einem. 5, ja. Der Dolch fehlt, Ado. Aha. Wo ist der Dolch hin? Ich schaue mich panisch um, stoppe in ihren Überresten rum. Wo ist dieses verdammte Werkzeug? Oh, was für ein schöner Dolch. Ah, ihr dürft alle einen Raufenangriff abwürfeln, um ihn dem Dolch aus der Hand zu schlagen. Eine Raufenattacke. Ich erschwer sie euch um 3. Nee, ich bin total apathisch. Ich bin ganz ruhig da. Ist garantiert nicht erschwert. Ja, wir rangeln ja miteinander und so. Ja. Okay, plus 3, ne? Oh, Halleluja. Ich, Mirakel. Was Mirakel, machst du, Mirakel Idiot? Dauert Nein, zu lange. Mirakel daneben, dauert auch daneben. Zu lange. Ja, ist auch Ado, so. Ado ist der Einzige, der ihm mit seinem Schwert, mit dem Schwertknauf, den Dolch noch aus der Hand raus dreschen kann. Deine Hand öffnet sich schmerzhaft. Du merkst, wie dein Knochen im Inneren deiner Hand so ein bisschen splittert, aber der Dolch fällt auf den Boden. Au! Verdammt! Wahnsinns! Dieses Ding ist verflucht, verwünscht. Was denkt ihr euch überhaupt? Ihr seid doch ein gebildeter Mann, ein
Er steckt doch keine bösen Sachen in sich rein. Das lernt man doch schon als Kind. Aber wir müssen ihn trotzdem untersuchen. Ja, aber und das man Böse untersucht rausziehen. Doch nicht, indem man Sachen. Seid ihr von Hesindes Gaben verlassen worden? Nehmt den Dolch und schmelzt ihn ein. Oder haut ihn kaputt. Das Kaputthauen klingt gut. Ja. Ich glaube nicht, der Dolch ist das Problem. Und das, ich hole nochmal mit dem Fuß aus und versuche den Kristall zu zertreten. Und er rammt sich den Kristall in den Fuß. Das wäre jetzt blöde. Gelingt mir das oder gelingt mir das nicht? Gelingt, nehme ich den Dolch an mich. Ja, du kannst mit deiner Mirakelten, du kannst drauftreten, nimmst Maß. Du merkst, wie deine Fußsohle durchstochen wird und dann auf das geweihte Fleisch triffst, dann legst du dein ganzes Gewicht rein, deine ganzen schweren Kilo, verlagerst das Gewicht, merkst es splittern und dann bürst der blasse Kristall erst in regenbogenfarbenem Pulsieren. Ihr könnt sehen, wie der grüne Kristall schwarz anläuft. Das Sangorit, der Kashra-Stein, der Diamant, seine Lebenskraft verliert, die Astralkraft verliert und dann von dem Balkon eine grüne Lichtsäule in den Himmel stößt. Ich glaube, dieses Signal sollten alle gesehen haben. Ich mache einen Schritt beiseite, als das so plötzlich neben mir so in die Luft geht und folgt dem Blick so nach oben in den Himmel. Ebenso. Ebenso. Und so endet die Erzählung der Schlacht vom lodernden Leuchten.